Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute besprechen wir noch einmal das Cola-Bärchen indirekt. Wir haben im letzten Video das Video von Reini besprochen, das er direkt nach der Panade gemacht hat. Und er ist am gleichen Tag auch noch mal live gegangen, zweimal sogar. Und das werden wir heute hier im Video besprechen. Also das Video ist bei ihm schon im Kasten. Und er geht danach live und auch da hat er noch ein bisschen über die Aktion vom Cola-Bärchen und ihren Begleitern zu berichten. Der Stream muss unmittelbar danach stattgefunden haben. Seine Haare sind immer noch nicht ganz trocken. Wir sehen ihn aber aus einer anderen Perspektive. Die Kamera schaut von der anderen Seite, filmt von der anderen Seite, keine Ahnung. Das Ganze mache ich natürlich auch wieder nicht alleine, sondern wie die ganze Cola-Bärchen-Saga mit dem Bewährungsversager mit Ä ganz wichtig zusammen. Guten Abend, hallo, wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht's gut, danke und dir? Ja, danke auch. Das freut mich. Ja, das ist ja sozusagen Endspurt jetzt. Ja, das wird, wenn ich nicht noch irgendwas anderes hören sollte oder durch Zufall finden sollte, das letzte Video über das Cola-Bärchen sein, jawohl. Ja, ich bin mal gespannt, weil die Streams, die sind schon ja sehr lange her, dass ich den mir mal angeguckt habe. Daher weiß ich nicht genau, was uns erwartet. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ja ein wenig überheblich wird. Es wird gelogen. Die Arroganz strotzt nur so. Ja, also es wird so sein, also wir schauen ja bei Rendern hochladen, der geneigte Zuschauer wird es schon gesehen haben, der hat zwei Zusammenfassungen gemacht, denn es gab zwei Streams an diesem Tag, einen relativ langen mit ganz viel Düdelü-Musik und eben einen sehr kurzen und da, auf den bin ich noch ein Stück weit mehr gespannt, bin ich ganz ehrlich, der wird sehr kurz sein, den hängen wir aber noch mit hier ans Video ran. Also der wird auch in diesem Video noch besprochen. Da machen wir nicht noch einen extra Teil für 6 Minuten oder so. Das machen wir hier mit in einem. Ja, das wird sich nicht lohnen. Ja. Ja, ich würde sagen, wenn du soweit bist, können wir los. Gut. Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Ich höre dich, du Spack, ich hab nur Junge. Wie er sich da hochwuchte. Ich muss jetzt schon wieder mein Fenster zumachen. So. Ach Gott. Das habe ich ganz vergessen. Das haben wir die letzten Male nicht gebraucht, ne? Ja, vielleicht macht er seins ja jetzt auch zu. Ja, vielleicht. Oder auch nicht. Heute kommt übrigens noch ein Video auf meinem Hauptkanal. Das werde ich jetzt mal kurz erzählen. Heute kommt übrigens noch ein Video auf dem Hauptkanal. Spezifisch eine Aktion, die jetzt vor 20 Minuten war, ungefähr. Man sieht, ich habe gewaschen Haare. Sieht man daran, dass sie nicht so wuschelig sind wie sonst. Die sind im Moment noch nass. Deswegen sind sie immer so schwer, wenn sie nass sind. Ja, und da waren ein paar Hater bei mir. Nicht bei mir, sondern ich habe mich mit einer Person treffen wollen heute. Mit meiner neuen Freundin. Und die hat dann zwei Idioten im Schlepptau gehabt. Mit diesen Idioten ist sie hergegangen und hat wieder mal eine total kindische Aktion abgezogen, wie ich finde. Für einen Erwachsenen ist es definitiv das unterste Niveau, das man sich begeben kann, wenn man ein verantwortungsbewusster Erwachsener sein will. Okay. Rainer möchte uns hier von verantwortungsbewussten Erwachsenen erzählen. Sag mal, was du darüber denkst, bitte. Vielleicht sollte er das Wort zuerst einmal richtig aussprechen können. Das wäre vielleicht das Erste. Weil das Verantwortung habe ich nicht so richtig verstanden. Aber ja, aus dem Kontext heraus. Er kann ja noch nicht einmal Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ja, das sieht man. Das kann man beobachten. Mhm.
haben die mich jetzt in eine Falle gelockt, bei der ich mir allerdings vorab schon gedacht habe, dass es eine Falle ist. Man sieht, ich bin jetzt rasiert und ich hatte mich mit ihr abgemacht, dass ich mich eben nicht rasiere, aber ich erkläre das alles in meinem Video nochmal genauer. Ich hatte mir aber schon gedacht, dass es irgendwas in die Richtung ist. Ich wusste es nicht, definitiv nicht, aber ich habe es mir schon gedacht, dass es irgend sowas in die Richtung ist. Und zwar spätestens seit dem Mera Luna. Ich weiß nicht, wann das Mera Luna ist. Das könnt ihr im Internet nachgoogeln, wann Mera Luna ungefähr ist. Spätestens seitdem wusste ich, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich hatte es mir vorher schon gedacht. Aber da ich ein Mensch bin, die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich mir gedacht. Gott, dieses die Hoffnung stirbt zuletzt Gedöns, das kann ich mir auch nicht mehr anhören. Das hat er in dem Video davor auch zigmal gesagt. Ja, natürlich. Er muss das ja rechtfertigen. Mhm. Und da er eben keine Verantwortung für sich selbst übernehmen kann und immer wieder auf Bärchen reinfällt, muss er das damit begründen. Weil normalerweise ist es so, wenn jemand sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt oder so, ja, dann wird einem das eigentlich nicht so negativ angekreidet. Und das scheint er zu wissen, dass da was Positives mitschwingt, ne? Dass man vielleicht doch trotz aller Tiefschläge noch Optimist ist. Mhm. Also, dass man die Stärke hat, die es braucht. Richtig. Sozusagen. Schauen wir einfach mal. Ich erkläre das da nochmal alles genauer, aber es lief letzten Endes darauf hinaus, dass die... Weißt du was? Geh mal her hier. Wenn das die ganze Zeit nach links fällt, dann stellen das doch einfach links hin. So. Und jetzt fällt es natürlich nach rechts, das war klar. Ja, es lief auf jeden Fall darauf hinaus, es war so abgemacht, dass ich mich mit ihr treffe. Sie wollte eigentlich... Der ist wirklich zu blöd, um sich Kippen zu stopfen. Also, dass er nicht drehen kann, das denke ich mir mit seinen Wurstfingern. Aber dass er es nicht mal hinbekommt, eine Kippe so zu stopfen, dass die nicht auseinanderfällt, ist, ja, da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Okay. Wenn ich zum Bahnhof nach dem Skirchen komme, da wollten wir uns dann haben wir uns verabredet, da wollte ich sie dann abholen und so. Und das lief darauf hinaus, dass ich zwei Idioten dabei hatte. Ich bin dann woanders hingefahren, um sie zu holen, weil sie dann angeblich früher ausgestiegen ist, weil ja angeblich solche Hater hinterher waren, bla 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 bla. Genau. Und bei dieser Aktion ist es dann dazu gekommen, dass diese Hater mich mit... Dabei ist es dann dazu gekommen, dass diese Hater mich mit Cola und... Ich vermute, das war Backpulver, Cola, Spezi oder sowas und Backpulver besprüht haben oder bespritzt haben mit so Eimern, hatten sie dabei. Angeblich ist es von ihr jetzt so gewesen, dass ich nichts davon wusste, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die mitten in der Pampa, das ist nämlich ein Kaff, das mitten im Nichts liegt, dass es eine Aktion ist, die ungeplant ist, ganz im Ernst, sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls, ja... wollte ich das nur kurz mal anmerken. Dazu kommt dann nochmal ein genaueres Erklärungsvideo und eine Aussage, dass das wahrscheinlich bald kommen wird, dass die, was? Ja. dass die, was? Auch das darf hier nicht fehlen. Das ist im Moment mein Kryptonit, ne? Das ist wirklich... was? Das ist, oh, nee. kurz gelesen. Jedenfalls ist es eine echt idiotische Aussage und ganz idiotische Aktion, sowas zu bringen. Und ich persönlich habe mich nicht aufgeregt oder so. Ich habe gesehen, also da war so ein Busch und so, ich habe gesehen, dass hinter ihr zwei Typen herrennen. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, die Frage ist jetzt halt, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir dann so gedacht, nö, ne, kann nicht sein. Und ja, ich habe mir dann gedacht, hau ich ab. Hab dann so, bin über so eine Brücke gekommen, hab so über meine Schulter gedacht, hau ich jetzt ab, bevor die mich erwischen. Oder, weil die wären ja angeblich schneller gewesen, das bezweifle ich allerdings. Ja, gut, dass du gestoppt hast, ich wollte auch gerade. Also, will er uns hier jetzt wirklich im Ernst sagen, er wäre schneller gewesen als die beiden? Ja, natürlich. Ja, bergabwärts vielleicht. Aber ja, gerollt. Aber nee, man hat ja gesehen, die waren da relativ flink unterwegs in dem Video. Und nein, Rainer kann nicht schnell rennen.
Nein, der Oder kann. auch nicht gehen. Das kann er einfach nicht. Nee, Guck mal, wie der zu dem Zeitpunkt aussah. Das kann er wirklich nicht. Und wenn der das 3, 4 Schritte lang versucht, dann ist der Ofen aus, dann braucht er ein Sauerstoffzelt. Das funktioniert absolut nicht. Liegt es eigentlich an der schlechten Bildqualität oder warum sehen wir keinen Hals? Ja, genau. Ist die schlechte Bildqualität. Ja, genau. Ah, Das okay. würde, er würde jetzt sagen, das ist KI. Ah ja, KI. Aber So wie was, alles andere, gell? ja, aber was mir gerade einfällt, ich habe eben so großspurig erzählt, es gab noch einen Stream. Und zwar, da hat er das noch mal ein bisschen anders erzählt. Da hat er auch die Arme so verschränkt und hat gesagt, dass er da voll cool stehen geblieben ist, voll badass. Und das hat er jetzt hier nicht gemacht. Also muss es noch einen Stream geben, weil ich befürchte, das ist einer, wo er genau das Gleiche erzählt. Aber ich werde noch mal schauen. Weil in dem ich meinen Vorteil. Aber ich habe dann überlegt, hau ich ab oder warte ich drauf, dass sie kommen. Ich habe mich dann so hingestellt und habe es wie ein Mann ertragen. Ich habe nicht geschrien, ich habe nicht geflucht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich wie ein echter Mann hingestellt und habe mich den Typen gestellt. Weil die Leute ja immer behaupten, ich sei so ein großer Feigling, weil ich mich da immer nicht zeige, wenn die so eine Aktion abziehen oder wenn die vor meiner Haustür stehen, dann ist ja immer der Zaun zwischen uns. Ja, die sind auf mich losgegangen, haben das mit drüber gesprüht, haben mich drüber gehauen mit dem Zeug. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Haben das drüber kaut über mich. Ich bin dann stehen geblieben und die sind dann in die andere Richtung abgehauen, weil sie wieder zu feige waren, sich wie ein echter Mann mit mir zu prügeln. Wenn sie so eine Aktion schon abziehen, hätten sie eigentlich eine gewaltige Ohrfeige verdient, dass sie in den nächsten 30 Jahren noch dran denken oder am besten gleich eine Gesichtsumformatierung. Aber dann sind sie natürlich nicht mehr Manns genug, sich zu stellen wie echte Männer, sondern rennen feige davon. Eine Gesichtsumformatierung. Also die, glaube ich, hat er auch hinter sich, aber die hat, glaube ich, irgendwo knapp unterm Kiefer abgebrochen. Das ist so schrecklich und sein dummes Gesülz. Also an seiner Stelle hätte ich ja das Video. Da musste er, ne? Da kickte der Narzissmus, aber warum geht er danach noch zweimal live? Ja, Und für Barme. wahrscheinlich hat er vorher, einen Tag vorher erzählt, ich werde jetzt erstmal 2, 3 Tage nicht live sein. Irgend sowas ist bestimmt gekommen. Wir können es gerade nicht nachvollziehen. Aber ich bin mir sicher, weil der hat geglaubt, dass sie kommt. Ja, auf jeden Fall. Der ist da ja hingefahren und wollte sie abholen. Natürlich hat er das Ja, geglaubt. vor allen Dingen, er ist ja sogar auch nach Puschendorf gefahren. Es war Ich ja, weiß wenn. jetzt nicht. Ja, das war, Ich glaube schau ich, mal eine kurz. Station davor. Ich Eine schau mal Station vor kurz. Emskirchen, glaube ich. Puschendorf. Na, ja, da ist Puschendorf. Da ist Hagenbüchach. Was weiß ich, was das ist. Rheindorf. Mit AI? Tatsächlich ja. Okay. Altschauerberg nach Puschendorf sind 12 Minuten. Also sie ist eine Station eher ausgestiegen oder zwei, ich weiß es nicht genau, ne? Das haben wir ja auch im Video gesehen und Ja, diesen das sind Wort. schon ein paar Stationen, ja, so zwei, drei Stationen vor Okay. Emskirchen. Ja, auf jeden Fall. Und er ist dann dahin gefahren und das wäre er nicht, wenn er ihre Story mit den Hatern im Zug nicht geglaubt hätte. Bin ich der festen Überzeugung. Ja, Aber die ich auch. Hoffnung stirbt ja zuletzt. Aber sie stirbt. Natürlich auch schön maskiert, wie die kleinen Kinder, die sie nun mal sind. Also ich persönlich muss sagen, totaler Kindergarten lässt mich komplett kalt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich schon damit gerechnet habe. Vermutlich, das Ganze läuft übrigens, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das lässt ihn kalt. Behalt das mal im Hinterkopf für den zweiten Stream. Mache ich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Okay. Das habe ich auch in meinem Video gesagt. Das Ganze war geplant seit Mai. Das muss halt Anfang Mai gewesen sein. Also die haben seit Mai, also Anfang Mai ungefähr, habe ich mich mit ihr schon verabredet gehabt.
zwar nicht für genau den Tag, aber seit Anfang Mai hatten wir halt schon geschrieben und so. Also über 3 Monate, ja, oder fast über 3 Monate haben wir schon geschrieben und haben das schon gemacht und getun und getan. Und jetzt kommt der Witz, jetzt kommt der größte Witz von allen. Ich war zu Hause, das erste, was ich gemacht habe, ist mich duschen, meine dreckigen Klamotten in die Waschmaschine zu schmeißen. Oder davor in dem Fall, weil die ist noch nicht voll. Und jetzt kommen die Pointe. Ich nehme mir mein Handy, Sekunde. Ich nehme mir mein Handy in die Hand, schaue drauf, sie hat mich geblockt. War klar. Dann wähle ich ihre Nummer und rufe sie an. Jetzt geht die Mailbox hin. An und für sich nicht sonderlich schlimm. Aber wenn man so bescheuert ist, nach so einer Aktion auch noch auf seiner Mailbox seinen echten Vor- und Nachnamen anzugeben. Au. Und die Leute behaupten, ich bin dumm. Ja, das war wahrscheinlich nicht die schlauste Aktion von ihr, aber das ist bestimmt noch lange nicht so dumm, wie seine IBAN ins Internet zu stellen. Ja, oder andere Dinge, die er schon veröffentlicht hat, oder allein die Aktion, dass er, oder die Tatsache, dass er immer wieder auf irgendwelche Bärchen oder Frauen hereinfällt. Ja. Wenn ich schon, ohne Scheiß, wenn die sowas machen und ich soll dumm sein, Alter, was sind dann die? Alter, ohne Witz und Verstand. Ich werde demnächst mal zur Polizei gehen und werde sie anzeigen. Ich habe mir alles schon in meinem Büchchen notiert. Wegen was kann er sie denn anzeigen? Also sie jetzt. Ja, weiß ich nicht. Also wenn er jetzt wirklich die ganze Geschichte offenlegen würde, würde sie wahrscheinlich entweder, ja doch, die würde, glaube ich, mitbelangt werden können, denn sie hat ihn ja dahin gelockt. Ja, was wäre das denn? Das ist ja keine Körperverletzung. Das, was soll denn das sein? Zählt es dann als Beleidigung oder? Vielleicht als Sachbeschädigung oder, ja, weiß ich nicht. Weiß es nicht, als was das gelten würde. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Also Körperverletzung? Ich weiß nicht, weil ich weiß, wie ist das, wenn man jemanden anspuckt, ja, dann das wollte zählt ich auch es ja auch sagen. Als ja, dann ja. Zählt es doch auch als Körperverletzung. Ja, eben. Ja. Finde ich jetzt zwar ein bisschen komisch, aber ja. Ja, vielleicht doch. Ich weiß es wirklich nicht. Ich möchte da jetzt hier auch keine Behauptungen, aber irgendwas, du kannst natürlich nicht einfach Leute mit irgendeinem Zeug überkippen. Das wird schon irgendwie, ja, Namen haben. Vielleicht wissen das ja die Zuschauer. Mhm. Hier. Der Name. P ist der Vorname, W ist der Nachname, also ne, der Anfangsbuchstabe, da kann die Person jetzt ein bisschen zittern. Ich habe ja auch auf die Mailbox noch gesprochen. Ihre Handynummer habe ich hier, ihr Pseudonym habe ich hier und verschiedene andere Seiten oder Profile, von denen ich weiß, habe ich ebenfalls hier. Vielleicht habe ich sogar noch das Glück, dass ich ihr... Passwort? Wie Passwort? Steht da irgendwo Passwort drauf oder was? Das ist kein Passwortbüchchen, das ist einfach nur ein Telefonbuch. Und da steht ihr unter anderem drinnen. Richtig? Lächeln. Weißt du, warum der gerade auf Passwort gekommen ist? Nee. Bestimmt wegen diesem PW. Ah. Safe deswegen. Ja, natürlich. Das hat irgendein Hirnfurz in seinem Kopf ausgelöst. PW-Passwort. Oder safe. Aber jemand hat das im Stream in den Chat geschrieben. Auf das kann auch wegen sein. Wegen PW, weil wir sehen diesen Chat jetzt nicht. Aber den hat es ja gegeben. Aber mit dem interagiert er ja kaum. Deswegen ist das nicht so auffällig. Aber es ist ja ein Stream. Sicherlich. Ja, und ich habe, wie gesagt, ein Video dazu gemacht. Das ist jetzt auch gerade fertig, sehe ich gerade. Das werde ich jetzt direkt hochladen. Instant. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich total emotionslos auf das Ganze reagiere, weil es einfach total lächerlich ist. Ich bin 30, ja. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich behaupte vernünftig, wenn ich die Chance dazu habe, vernünftig zu sein. Und so eine Aktion finde ich nicht nur unter aller Sau, sondern das finde ich einfach nur absolut lächerlich, kindisches Verhalten. Das ist ein ziemlich langer Titel dieses Mal. Es wird als Vlog hochgeladen, das heißt, es wird in der Vlogliste landen. So, es lädt jetzt hoch, während ich am Streamen bin, aber das ist ja mit der guten Internetleitung mittlerweile nicht mehr das Problem. Ja, und es ist halt eine total lächerliche Aktion und ich finde es halt total kindisch und ich weiß nicht, was noch alles. Also ich persönlich muss echt sagen, wenn ich dumm bin, was ist dann so eine Aktion? Also ganz ehrlich. So dumm können diejenigen ja nicht sein, wenn sie es geschafft haben, diesen 30-jährigen Mann
Über 3 Monate hinweg zu verarschen. Also so dumm können die dann nicht sein. Nö. Und gerade zum Ende hat sie ja noch mal ordentlich zugelegt, ne? Mit wenn er ihr dann irgendwie zum Abschied oder so was Nettes in Anführungsstrichen gesagt hat und sie so, ja, ich dich auch. Ja, und dann wurde er aufgelegt und bleh. Genau. Und Dito, ja. Ja, Ja, und das Foto, wie gesagt, es gab so ein paar Schlüsselmomente, die haben ihm dann einfach den Rest gegeben und haben ihn wirklich nur noch rosarot sehen lassen. Ganz sicher sogar. na. Das ist ja, dafür gibt es ja schon gar kein Wort mehr. Dafür müsste man schon ein neues Wort erfinden. Ah ja, und die Musik zeigt auch, dass ich das lächerlich finde. Ein Vorteil hat das Ganze. Sie ist angeblich Nichtraucherin, das heißt, ich kann auch mir jetzt Kippen machen und auch rauchen. Und Bier habe ich auch da. Was ist das für eine Logik? Sie ist Nichtraucherin, deswegen kann ich jetzt hier rauchen. Ja, scheinbar, Okay. weil sie das nicht wollte oder so. Also sie Nichtraucherin und hat vielleicht gesagt, ich mag das nicht, wenn jemand raucht, wenn ich im gleichen Raum bin oder so. Und auch da siehst du wieder, dass er geglaubt hat, dass sie kommt. Denn mal abgesehen davon, dass er hätte ja sagen können, ja gut, dann gehe ich raus oder auf den Balkon oder was weiß auch ich, wo er rauchen geht, aber ihm das Rauchen dann ganz zu verbieten, ist ja natürlich auch totaler Schwachsinn. Und ich kann das verstehen, als Nichtraucher möchte man dann vielleicht nicht in einem geschlossenen Raum sein damit, aber er hätte ja nicht ganz aufhören müssen zu rauchen. Und da er jetzt anfängt zu stopfen und sagt, juhu, ich kann wieder rauchen, gehe ich auch davon aus, dass er fest damit gerechnet hat, dass er sie in die Schanze locken kann. Ich bin der Meinung, jede Zigarette, die in der Schanze geraucht wurde, war eine Verbesserung für die Luftqualität und Ja, für den Geruch. Auf jeden Fall. das mag alles sein, aber du weißt, wie ich das generell me meine. Wenn jemand nicht raucht, dann muss der Ja. das auch nicht unbedingt ertragen müssen. Und da kann man Kompromisse finden. Aber deswegen verbietet man nicht dem Raucher das Rauchen generell. Ja. Das stimmt. Auch wenn Rainer nicht raucht. Naja, sondern pafft. Ganz genau. Da hast du also alles. Wunderschönes Wochenende. Bisschen ärgerlich, weil ich jetzt manche Sachen gekauft habe, die ich normalerweise nicht esse. Spinat? Wunderschönes Wochenende. Wunderschönes Wochenende. Ich habe Kippen, Bier und einen Sekt und bin allein. Ja. Ja, super Wochenende. Ach Gott. Aber gehört eben alles dazu. Die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Und wer mich für dumm hält, weil ich immer noch an Hoffnung glaube, der hat eben keine Ahnung davon, dass es einmal schon geklappt hat und nicht in die Hose gegangen ist. Weil ich habe ja schon mal mich mit einer Person getroffen und die Hater glauben bis heute noch nicht dran. Weil ich bin ja 30 ungefickt. Entschuldigung für den Ausdruck, hat auf You noch nichts verloren. Ich bin ja 30 Jahre Jungfrau. Ja, mittlerweile sind es 35. Ja, aber das hat er ja auch in dem Video, das haben wir ja auch gesehen, schon besprochen, dass er ja glaubt, sie wollte den Test nur haben, um zu beweisen, dass er negativ ist und dass das bedeutet, dass er Jungfrau ist, was ja totaler Schwachsinn ist. Ist doch super, wenn die Leute negativ sind auf gewisse Krankheiten und das bedeutet ganz sicher nicht zwingend, dass sie noch nie in den Genuss gekommen sind, mit einer Frau oder einem Mann, je nachdem, zusammen zu sein. Ja. Tja, nur weil ihr was nicht wisst, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Mal abgesehen davon wisst ihr ziemlich viel nicht. Muss ich nur mal schauen, wegen der Anzeige, wie ich das mache. Anzeige ist raus. Ich glaube übrigens, das ist mein ganz fester Glaube tatsächlich, dass die mit dieser Aktion so eine Erdbrechenaktion abziehen wollten. Weil, wie gesagt, es geht seit Mai, wo ich mit ihr Kontakt habe. Und ich gehe davon aus, dass die in dieser Zeit deswegen so lange den Kontakt gehalten haben oder versucht haben, ihn zu halten, weil ich davon ausgehe, dass die gemeint haben, dass mich das Ganze emotional fertig macht. Was? Hast du das gerade nicht gesehen? Nee, ich muss noch mal zurück, warte.
deswegen so lange den Kontakt gehalten haben oder versucht haben, ihn zu halten, weil ich davon ausgehe, jetzt, dass die gemeint haben. Ja, dann stopp doch, wenn du sowas siehst. Ah, da schaut einfach die Titte unten raus. Es ist unglaublich. Gott sei Dank ist mein Fenster zu. Ich konnte nicht stoppen, an. Ich musste lachen. Entschuldigung. Wofür hat er das Loch da, meinst du? Hm? Zur Belüftung, ja, oder? Genau. Junge, das ist doch nicht mehr normal. Oh Gott, der schämt sich für nichts, ne? Das ist so unglaublich. Unfassbar. Was mich das Ganze emotional fertig macht, weil die glauben, dass ich mich in sie verknallt habe. Ich mochte sie, so wie sie sich mir gezeigt hat, so wie sie sich mir entgegengestellt hat, wie ich sie kannte oder kennengelernt habe, aber sie verliebt. Ich habe längst gelernt, meine Gefühle so weit unter Kontrolle zu halten, dass ich mich erst in jemanden verliebe, wenn ich die Person real treffe. Wie gesagt, das ist bei das ihm so ein Problem. Ne? Man weiß es nicht, ob er sich sehr schnell verliebt. Es macht oft den Eindruck, auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass er solche Gefühle empfinden kann. Nee, ich auch nicht. Aber wenn man die Leaks kennt, er hat es ihr oft gesagt. Sehr oft sogar. Ich glaube halt, er verwechselt das Verliebtsein. So, also Verliebtsein und Verknalltsein oder jemanden lieben, das sind ja verschiedene Sachen. Ja, klar. Und bei ihm war es, glaube ich, einfach so, er war halt richtig geil auf die. Ja, eben. Und war dann enttäuscht. Da war nicht sein Herz gebrochen oder sowas, sondern das hat wieder an seinem Ego gekratzt. Ja, ja, sicher. Auch, dass das wieder mal gelungen ist, ne? Ihn so lang hinzuhalten und dann diesen Volltreffer zu landen. Und ich glaube noch nicht einmal, er sagte, ja, ich mochte die und so, aber ich glaube noch nicht einmal, dass er, ja, wie soll ich sagen, irgendwie platonisch etwas für sie empfunden hat. Nee, das war wirklich absolut einfach nicht. Nur, wie du schon sagtest, einfach Lust auf sie zu haben, beziehungsweise überhaupt mal wieder jemanden zu haben, wo er hoffen kann, dass er mal rangelassen wird. Aber er hat es ihr ganz oft gesagt, also sieht man auch mal wieder, was sein Wort gilt, ne? Oder was sein Wort wert nix ist. Gar nichts, ganz genau. Eine meiner Meinung nach sehr vernünftige Einstellung. Auf meine guten Zuschauer, die keine Scheiße bauen. Ach so, ich habe meinen Aschenbecher weggestellt, komm. Komm. Ich muss nur mal schauen, was ich heute Abend zum Essen mache. Die ganze Bude bebt. Das ist, das ist so schlimm. Blöd ist bloß, dass ich jetzt einen Weißwein zu Hause habe und den Weißwein gar nicht trinke. Ach so, übrigens. Ah, zu viel Nebel. Ich will übrigens mit der Barrenkiste mal was ausprobieren. Ich will ausprobieren, ob die über Nacht, also wenn wir die jetzt heute nicht öffnen, ob die sich bis morgen gefüllt bleibt oder ob wir die erst morgen füllen können. Weil sonst mache ich die nur einmal in der Woche oder so auf, dann habt ihr mehr davon. Der Wein hält sich lange. Ich kenne aber niemanden, der Weißwein trinkt. Ich kenne generell niemanden, der Wein trinkt. In meinem Freundeskreis trinkt man entweder Bier oder Schnaps. Also wenn es was Alkoholisches ist, meine ich. Ich kenne auch genug, die gar keinen Alkohol trinken. Siehst du, er hat ein weißes Handy. Hä? Sekunde. Ja. Aber ich glaube, das ist dieses Huawei Honor. War das nicht hellblau? Und das, ja, als ob du jetzt hier weiß und hellblau krass unterscheiden aber kannst. Er hatte ja von einem Weißen gesprochen und das ist mir heute so eingefallen, als du das war gesagt nicht, nee, warte mal. War nicht die Verpackung von dem Huawei hellblau, aber das Handy weiß? Ich glaube nicht. Außerdem war das 2016 in der Stromlos-Staffel. Meinst du, der hat das 2019 immer noch? Ich weiß nicht. Kann schon sein. Wieso nicht? Ja, okay. Weil, warte. Ja, ist gut. Also, ich gucke gerade nach. Doch, das Handy ist weiß. Okay. Aber die Verpackung ist hellblau.
Ah, okay, dann habe ich mich vertan. Nee, gut, dann hattest du recht. Wie immer. Spaß. Ich habe dich aber gerade unterbrochen. Was möchtest du sagen? Nichts mehr. Okay. Kann doch nicht stimmen. Autsch. Das tut weh. Alter, ohne Scheiß, das tut e Alter, das tut echt weh. Wenn mich die Neustädter Polizei anruft auf dem Handy und dann sich meldet mit Polizei Imskirchen. Und dann stellt sich heraus, dass das gar nicht die Polizei war, sondern irgendjemand, der irgendwie über deren ihre Nummer. Alter, warum machen. Alter. Ganz ehrlich, das ist ja wohl so eine Akt. Und da fragen sich die Leute, warum ich mich nicht mehr sicher fühle, Alter. So was wird dann nicht möglich sein. Hagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sau cool, vielen Dank. Schäm dich, Hagen. Ja, und Reini wirkt auf mich gerade ein wenig angesäuselt. Ich glaube, das Bier zeigt erste Wirkung. Er verträgt ja Na, nichts. nee, und weißt du, was mich auch bei ihm schon aufregt? Er hat Bier und so weiter nie im Kühlschrank. Er hat das immer auch neben sich so stehen. Und überleg mal, da war August. Was glaubst du, wie kalt das Bier war? Ja, Pipi Lau, aber du unterschätzt das immer, das ist anstrengend, von dem Dingen da aufzustehen und zum Kühlschrank zu wongeln. Ja, glaube ich dir. Das ist auch sowas. Was habe ich dich das schon mal gefragt? Warum meinst du, hat er sich zum Beispiel nie einen Kühlschrank auf die Wunschliste gesetzt? So einen kleinen Kühlschrank, dass er eben nicht mehr aufstehen muss. Weiß Das ich hätte nicht. auch sein Milchkännchen-Problem gelöst. Das verfolgt dich, ne? Ja, weil es gibt ja so kleine Kühlschränke. Es gibt ja solche, da passen auch, was weiß ich, nur 10 Dosen oder sowas rein. So, also so ganz kleine. Ich meine jetzt nicht diese, wo ja so 1 Meter hoch sind, im Sinne von klein, sondern die, wo man auf den Schreibtisch stellen kann. Ja, vielleicht ist ihm Warum das es. nicht in den Sinn gekommen oder er hat nicht gewusst, dass es das gibt, weil ansonsten wäre das oder er war zu geizig wegen der Stromrechnung. Ja. Wobei, mit der Musik und dem Licht und dem Nebel und dem ganzen Driss, ne? Ja, komm, ist gut. Ich vergessen, was ich eigentlich vorhatte. Dass ich gleich auf die nächste Person reinfahre. Ich glaube, es hackt. Das Video ist übrigens hochgeladen. Geht etwa 18 Minuten, etwa 19 Minuten. Wer will, kann da mal reinschauen. Redest du von mir, Arthur? Weil wenn ja, dann blocke ich dich einfach, dann hast du deine Ruhe, dann brauchst du nicht mehr reinschauen. Alexa, schalte bitte im Arbeitszimmer auf blau. Das habe ich eigentlich schon vor dem Stream gefunden. Was zum. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf blau. Willst du mich verarschen? Alexa, schalte das Arbeitszimmer aus. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich habe eigentlich oft genug gesagt, wie ich dazu stehe, wenn man mich über Snapchat anruft. Ich finde es immer lustig, wie immer alle so meinen. Wie kriegst du deine Haare so hin? Wie schneidest du deine Haare so? Bla. Das fragt Kann man keiner. über. Ja, mit der Bastelschere. Kann man über Snapchat anrufen? Ich habe Ich habe keine diese Ahnung. Schmutz-App auch noch nie gehabt. Ich kann es Oder dir ich nicht glaube, vielleicht sagen. so mit 18 oder sowas mal. Oder 17, aber ich. Ja, ich Keine Ahnung. tummel mich da auch nicht. Keine Ahnung. Oder meint der WhatsApp? Ja, vielleicht. Du weißt doch, der bringt doch immer alles durcheinander. Ja, stimmt. TikTok, Kick, YouTube, TV. Was? Genau. Wo schneidest du deine Haare? Das ist alles Natur, Leute. Ich schneide meine Haare überhaupt nicht momentan. Und ich sehe übrigens eigentlich, ich sehe immer so aus, wie ich aussehe, wenn ich aus dem Bett komme. Also Ja, toll. ich tue mir die Haare nicht. Ich tue mir die Haare nicht schneiden, ich tue mir die Haare nicht kämmen, ich tue sie nicht bürsten, ich mache nichts. Das einzige Pflegende an meinen Haaren, was ich wirklich mache, ist waschen. Mit einem Shampoo und einer Spülung, mit einer Kur. Das ist alles, was ich mache. Mehr mache ich nicht. Ansonsten ist das alles Naturhaar. Das ist alles echt. Und das ist alles auch so, soll auch so sein. Nur wenn ich sie wasche, schauen die anders aus. Dann sind sie immer so platt gedrückt. Weil die dann durch das Wasser werden, sind immer so schwer.
Gehst du auch immer ungekämmt raus? Nee, ich muss mich nicht kämmen. Okay. Mann. Mann. Okay. Nee, ich habe relativ, ja, im Moment sind sie wieder ein bisschen länger, aber ich mache einfach so diesen klassischen mit der linken Hand einmal nach rechts rüberfahren und dann passt da alles. Okay. Ja, so gut hätte ich es dann auch gern mal. Ja, kann ich ja machen. Ja, nee, nee, ist gut. Themenwechsel. So mit Scheitel und so. Sieht doch ganz gut aus. Also ich finde, es sieht flott aus. Ja, ich glaube bei mir nicht. So Okay. kurzes Haar, nee. Übrigens, als ich gerade linke Hand gesagt habe, habe ich extra auf die geschaut, um zu gucken, ob es auch die richtige ist. Weil da ist das L richtig rum. Lass das. Okay. Mädchen nennt sich übrigens Wikingerblut. So Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den Stream erst einmal. Vielleicht streame ich später nochmal, ich weiß es noch nicht, das wird sich zeigen. Wie gesagt, schaut mal in mein neues Video rein, da habe ich alles nochmal in Ruhe erklärt. Alexa schaltet Nebel aus. Alexa schaltet die Fernsehlampe an. Alexa schaltet die Fernsehlampe auf blau. Dann machen wir eben grün. Alexa, schalte die Fernsehlampe auf grün. Alexa, schalte das Studio aus. Alexa, schalte Schlafzimmer aus. Ja, gut. Dann danke ich. Er weiß auch nicht vernünftig, wie eine Alexa funktioniert, oder? Nee, ich glaube auch nicht, sonst hätte er nicht so viele Probleme gehabt. Ich glaube nicht, dass das nur an seiner Aussprache liegt, oder? Und ich Ich hoffe glaube, mal. dass er macht es halt zu schnell, oder? Man muss doch einfach den Namen sagen. Ich sag's jetzt extra nicht, bevor sich die Leute wieder aufregen. Zu Recht. Und ja, und dann eine Sekunde oder zwei warten und dann den Befehl sagen, Ja, oder? so würde ich es machen. Du wolltest was sagen. Ja, vergessen. Keine Okay. Ahnung, nicht schlimm. Fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, die Kiste werde ich probehalber erstmal geschlossen lassen. Ich will nämlich ausprobieren, ob die ein paar Tage lang sammelt. Und wenn die ein paar Tage sammelt, dann mache ich die bloß einmal die Woche oder so auf, weil dann habt ihr mehr davon. So, gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss, tschüss. Ja, das war der erste Teil und wir schauen uns jetzt direkt den zweiten Teil an. Der ist nicht mehr so lang. Du erinnerst dich, Ja. dass ihn das überhaupt nicht belastet hat und ihm überhaupt nichts ausgemacht hat. Hat er eben im ersten Ja. Teil erzählt. Super. Ja, ich habe es im Hinterkopf behalten. Sehr schön. Wenn dann hochladen. Ich überlege, ob das überhaupt noch einen Sinn macht. Als Kind wollte ich die Welt verändern. Ja, natürlich. Ich würde sagen, die Stimmung ist neutral. Oh ja, oh Gott, ich musste mich erstmal wieder aufsitzen. Oh Gott. Er wollte die Welt verändern. Ja. Wie? Er wollte sie beherrschen und das Sagen haben und alle anderen unterjochen und wollte dann ja, herrschen und alle befehligen, so zu sein, wie er es gerne hätte. Und dann wäre die Welt besser. Ja, wenn alle so wären wie er. Ja, oder alle ja, auf ihn hören würden. Ob sie wirklich so sein sollten wie er, das bezweifle ich, weil dann wären es ja alles Alpha-Tiere und Dominante. Das kann ihm ja auch nicht gefallen, ne? Ja, an dieser ganzen Alpha-Tier-Thematik. Ja. Weißt du, was mich da richtig stört bei ihm? Er kann gar kein Alpha sein. Weil er ja niemanden hat, den er dominiert. Ja, das ist richtig. Und er ist auch Damals. zu so anderen Sachen nicht fähig, die so ein Alpha-Tier ja ausmachen. Zum Beispiel damals, als Rudi noch da war. Da war Rudi das Alpha-Tier. Aber du kannst nicht sagen, du bist ein Alpha, wenn du alleine wohnst.
Nö. Wem hast du denn da irgendwas zu sagen? Ja, den Fliegen Niemanden. An der Wand. Aber, ja. Und selbst die hören nicht. Aber er wäre gerne. Die landen gerne. Auf seinem Mund. Ja, er wäre gerne. Und er glaubt auch, glaube ich, oder er ist fest davon überzeugt, dass gäbe es Menschen in seiner Umgebung, dass er dann der Alpha wäre. Hat man ja gesehen. Bei Gardal und so weiter. Ja. Oder bei der Aktion mit Mona und dem Typ, bei dem sie im Zimmer und war. Und bei Uwe. Mhm. Nee. Rainer ist definitiv kein Alpha. Natürlich nicht. Ich bin selbst schuld. Ich habe versucht, etwas zu sein, was ich nicht sein kann. Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Ja, die Ogerhymne. Genau. Das ist. Das Lied passt so sehr in sein Weltbild. Ja. Ja? Welches Lied meinst du, würde da besser passen? So. Zu ihm? Mhm. Puh, das ist schwierig. Fällt mir gerade nichts ein. Mhm. Ja. Mir irgendwie auch nicht. Nee, da fällt mir wirklich gar nichts ein gerade, was auf ihn passt. Aber das könnten jetzt die Zuschauer, glaube ich, wirklich mal reinschreiben. Welches Lied und welcher Liedtext so passt eher zu Rainers Gedanken? Oder zu seinen Taten? Wie auch immer. Ja. Ich bin nicht stark. Karma regelt. Ist schon mal auf die Idee gekommen, dass es vielleicht mein Karma ist? Mein Schicksal, dass ich all das ertrage oder ertragen muss? Nur ich wüsste nicht wofür. Rede das doch nicht ein. Das hat nichts mit Einreden zu tun. Ich sehe doch, wie mein Leben verläuft. Kaum habe ich irgendwas Gutes in meinem Leben oder es ist irgendetwas Gutes passiert, gibt es so einen fetten Arschtritt. Und ich will auch kein Beileid oder sonst was. Ich will einfach nur meine Ruhe. Kein Beileid. Ja, wenn dann Mitleid. Aber genau das ist doch das, was er möchte. Sonst würde er hier nicht im Stream sitzen und heulen. Ja, aber in Form von Kohle. Mhm. Ich will einfach nur, dass es aufhört mit dieser Scheiße, dass ich einfach nur mein Leben leben kann, wie ich es für richtig halte. Ohne dass irgendwelche Wichser mir die ganze Zeit mein Leben versauen. Hör doch bitte auf, uns immer so zu bezeichnen, Rainer. Wir machen das doch auch nicht. Ich finde es nicht schön. Altschauerberger Scheusal. Grüße gehen raus an den Zuschauer, der das geschrieben hat bei mir. Das ist wirklich sehr gut. Ja, ich bleib beim Zottel aus Zobes. Mhm. Das, was ich für so unfair halte, ist, dass die Typen, die diese Scheiße hier jeden Tag abziehen, jedes Mal, wenn sie hier sind, immer so diese Scheiße, dass diese Menschen einfach nicht die geringste Chance hätten, diese Scheiße selber durchzustehen. Keiner von denen. Nee, was ihn viel mehr ankotzt, ist, dass die, die vielleicht bei ihm vorm Tor stehen oder die, die ihm das da an diesem Tag angetan haben, jetzt sehr wahrscheinlich mit irgendeiner liebenden Person in der Ecke sitzen oder auf dem Sofa liegen und kuscheln. Das stört ihn am meisten. Mhm. Ja, ganz genau. Und er sitzt halt da alleine. Er hat vielleicht den Stream an, sieht da ein paar Kommentare, vielleicht auch freundliche. Aber sobald der Stream aus ist, sobald die Kamera aus ist, ist er wieder allein. Mhm. Und das wird sich auch nicht ändern. Wegen seinem widerlichen Charakter halt. Ja, vor allen Dingen, er wird auch einen Umbruch spüren ab diesem Tag. Denn über 3 Monate hinweg hatte er ja sehr regelmäßig, wenn auch mit Unterbrechung, Kontakt zu diesem Bärchen. Und das bricht ja jetzt auch weg mit dem heutigen Tag. Mhm, ja, das hast ja du schon öfter gesagt. Völlig egal, was da am Schluss bei Bärchen und so rauskommt, aber für die Zeit selber, also davor, wo er mit denen schreibt und so weiter, da juckt ihn das dann nicht.
Da ist dann ja die Triebbefriedigung halt so da. Oder halt die, ja nicht Triebbefriedigung, aber die in Anführungszeichen Anerkennung oder die Aufmerksamkeit halt, die hat er ja dann. Ja, die Aufmerksamkeit und ich bin auch fest davon überzeugt, Achtung, es wird eklig, dass wenn er ne da so in Anführungsstrichen flirtet über WhatsApp oder so, dass wenn der sich dann irgendwann nachts in seine Kissen begibt, er sich dann auch noch ein paar schöne Gedanken macht und den Rest erspare ich euch. Mhm, Wichsende. Genau. Aber meinst du nicht, ne? Also, wenn sich da sowas anbahnt und sie sich dann da auch offen für zeigt und ja, gucken wir mal, ne? Wenn wir uns sehen, das wird schon und dann haben wir beide bestimmt mal Spaß oder so und dass er das weiterspinnt und sich dann ja ein paar nette Gedanken dazu macht und dass er in diese Richtung Fantasie hat, wenn auch eine ziemlich üble, das wissen wir auch. Und das werden Momente sein, die er genießt. Und deswegen komme ich da drauf. Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Also der wird sich selber sehr, sehr oft mit sich selbst begnügen. Das, ja. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Mhm. Die hätten gar nicht die Psyche dafür. Und vermutlich auch kaum ein anderer. Dankeschön, Hagel. Ihr wisst ja noch nicht einmal, warum ich jetzt gerade stream und so fertig bin. Das hat nämlich nichts mit dem Sache mit dem Cola-Gedöns zu tun. Das ist was ganz anderes. Da läuft einfach gerade dieses Lied, dieses Geboren, um zu leben. Darüber hatten wir es doch erst, gell? Ja. Das Ganze hat nichts mit Kraft oder Stärke zu tun. Sondern mit meiner Sturheit. Ich frage mich, warum ich das überhaupt noch durchziehe. Der Grund, warum ich angefangen habe mit YouTube, ist, weil es mir Spaß gemacht hat. Der Grund, warum ich weitergemacht habe, ist, weil ich meine Familie beschützen wollte. Dieses Genuschel und dass er den Mund gerade nicht richtig aufmacht und so weiter, hat für mich auch Vibes vom 30. Geburtstag. Mhm. Ja, also wenn jemand beim Sprechen die Zähne nicht auseinanderkriegt, das ist immer ganz schlimm. Du weißt, was ich meine, gell? Nö, nicht wirklich. Okay. Die ich inzwischen mehr habe, weil sich alle von mir abgewandt haben. Der Großteil meiner Freunde ist weg, der Großteil meiner Familie ist weg. Das erste Mal in meinem Leben weiß ich nicht, auf was für eine Art von Lied ich Lust habe. Komm, hau den Digimon im Soundtrack rein und fertig. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Oh nein. Ich war nie ein Digimon-Fan, nie. Ich war immer Pokémon-Fan und die haben einfach die geilsten Intros. Das singen wir jetzt aber nicht. Komm, mach weiter. Ja, ist okay, okay. Oh Gott. Aber ich will der Allerbeste sein. Okay. Du bist der Allerbeste. Und jetzt weiter. Dankeschön. Leute, ich an eurer Stelle würde das nicht zu lange durchziehen, weil hinterher erwischt man euch noch, ihr Lutscher. Wenn ihr das über so eine Aktion abzieht. Außerdem, ihr habt euren Verzerrer so weit hochgezogen, dass ich selbst nicht mitkriege, was ihr hier überhaupt erzählt. Ihr braucht mich gar nicht anrufen, wenn eure Nummer nicht in meinem Handy ist, braucht ihr mich nicht anrufen. Weil es wird automatisch geblockt. Was mache ich denn jetzt am besten? Das stimmt nicht. Nee, sonst hätten die den doch gerade gar nicht anrufen können, oder? Richtig. Du kannst es zwar so einstellen, das hat er ja dann mittlerweile auch gecheckt, dass du von unbekannten Nummern nicht angerufen werden kannst. Mhm. Aber wenn die Nummer nicht unterdrückt ist, dann kommst du bei ihm durch. Mhm. Das ist gar kein Problem. Ich bin ja immer noch der Meinung, das hätten wir viel, viel früher mal machen müssen. Dieses, ja, wenn er auf TikTok war, dann einfach, dass 50, 60 Leute gleichzeitig anrufen. Weil sein Handy dann irgendwie komplett überlastet war. Und es war einfach zu geil. Das hätten wir echt öfter machen müssen. Mhm.
Lass mich überlegen. Alleine bin ich auch, wenn ich im Stream bin. Bin ich immer alleine. Ich betrachte die User nicht als meine, als Leute, die bei mir sind. Das ist einfach nur die, der Stream. Ich überlege gerade nur, was ich als nächstes für ein Lied spielen will. Ich habe eine Idee, was ich spiele. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Es gibt eine 2010-Version. Warum eigentlich nicht? Oh, the darkness rise. One for all and all for one. Lass dich nicht täuschen, das ist Metal. Auch eine geile Botschaft an alle Hater. Wear Dragon's Rule. Oder anders ausgedrückt auf Deutsch, wo die Drachen herrschen. Macht euch so lange über mich lustig, wie ihr wollt, ihr traurigen Seelen. Ja, die sind verkehrt in der Box, mit Absicht, weil die selber gestopft sind. Jetzt stehe ich wieder am Anfang. Das ist inzwischen auch ein alter Anime. Aber die Grafik hat mir immer so gut gefallen. Ich denke, die Kiste machen wir erst, falls wir heute Nachmittag oder heute Abend nochmal streamen auf. Ich will die noch ein paar Tage, ich will erst nochmal ein paar Dinger schauen, wie voll die werden kann. Der Melancholie-Lord ist auch nicht gut zu ertragen, muss ich gerade feststellen. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen mit dem Bierchen oder den Zweien zu tun hat. Plus Stimmung, kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allen Dingen, er hat sich in dem Video und in dem Stream davor ja so kämpferisch gegeben. Und ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit da noch was passiert ist. Das kann ich dir nicht sagen, ob es Besucher gab oder so. Aber irgendwas drückt da die Stimmung doch gewaltig. Ja, wahrscheinlich, dass er gleich alleine ins Bett geht. Und vielleicht hat er noch nicht so viel gegessen. Ja, das kann auch sein, weil der Spinat, hat er ja gesagt, ne, den kann er nicht beißen. Ja, genau. Und außerdem, das wäre viel zu gesund. Mhm. Time of Metal muss ich machen, ja. Ich hab's noch nicht vergessen, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Ich war da hin und her rennen heute, in den letzten Wochen und Monate. Nach dem Lied werden wir auch mal den Stream beenden. Habe ich da gerade schon wieder Steine gegen mein Haus fliegen hören? Alexa, schalt Nebel aus. Ich könnte schwören, ich habe schon wieder irgendwas gegen mein Haus fliegen hören. So Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream und Video und Getöns und was ich alles wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und ja, wir sehen uns im nächsten Stream. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, eine gute Nacht, falls ihr schlafen geht. Ich für meinen Teil werde noch ein bisschen Gronkh Let's Play gucken. Ja, ich gucke Gronkh Let's Play, was soll's. Ja, und dann spiel das nach. Mhm. Gefällt mir eben einfach. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, das war's. Das war's mit dem Cola-Bärchen. Na, das war's. Schön war's. Ja. Eklig war's. Ja, aber wie gesagt, ich kann mich sehr gut daran zurückerinnern, wie gesagt, oh nein, wir haben ja noch nicht einmal die Hälfte. Jetzt haben wir's geschafft. Jetzt sind wir durch. Wir hatten auch in den Kommentaren sowohl unterm Finale als auch unter der Bonusfolge Kommentare von wegen, dass es schade ist, dass das vorbei ist und ob wir weiterhin irgendwas zusammen machen. Das haben wir ja, glaube ich, schon gesagt. Ne? Auf deinem Kanal kommt ja auch immer was. Da sind wir auch gemeinsam zu hören. Und uns wird sicherlich noch was einfallen, was wir gemeinsam machen können. Die Jackie Leaks wurden auch angesprochen, die werde ich aber jetzt im Moment nicht besprechen. Die werden ja gerade bei Matti besprochen, von Matti und Oribär, und da funke ich nicht dazwischen. Ja, Grüße gehen an die beiden raus. So ist es. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann mal, aber nicht jetzt unmittelbar, wo die beiden da mittendrin sind. Ja, aber es wird bestimmt noch was zu erzählen geben, da bin ich mir sicher. Uns wird da sicherlich was einfallen. Gerne können auch Videowünsche in die Kommentare gepostet werden. Ja, es sind ja auch schon einige da. Einige haben wir schon bearbeitet, andere werden noch kommen. Ja, einen machen wir jetzt gleich, gell? Richtig. Einen machen wir jetzt gleich, aber verraten wir noch nicht, weil wir wissen nicht, welches Video zuerst oben ist. Ich gehe mal davon aus, das, was wir jetzt gleich machen. Ja, deswegen, ja. Dann sehen die Leute es sowieso. Ja, davon gehe ich auch aus.
Politikvideo. Es ist einfach das unmöglich. Ich kann nicht dazu. Ja. Und weiter? Nee, nix. So. Noch einmal. Ich habe schon ein paar Mal gemacht, aber jetzt wirklich, wo das Ganze hier endet. Vielen lieben Dank an dich, dass du wirklich von Teil 1 bis jetzt dabei warst und das wirklich mit durchgezogen hast, mich auch ganz oft angetrieben hast. Komm, wir machen. Vielen, vielen lieben Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Videos. Ja, danke schön für die netten Worte. Es hat mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, so längere Projekte finde ich immer ganz gut. Und da haben sich halt diese Leaks hier wirklich sehr gut angeboten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf weitere Projekte. Ja, man und muss ja danke auch... an die... Entschuldigung? Darf ich mich mal bedanken oder nicht? Ja, ich wollte noch was zu dir sagen, aber gut. Danke an die Zuschauer, dass ihr so lange durchgehalten habt. Jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Ja, mein Dank geht natürlich auch an die Zuschauer, aber ich wollte dir auch noch etwas sagen und den Zuschauern gleichzeitig. Diese Leaks hier auf dem Kanal, die Cola-Bärchen-Leaks, hätte es in der Form nicht gegeben, wenn sich der Bewährungsversager nicht bereit erklärt hätte, die mit mir zu machen. Der hat nämlich damals gesagt, komm, ich mach das mit dir. Weil ich habe mich ja seit Monaten geweigert, das zu machen. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Daher geht nochmal der Dank an dich und auch nochmal an die Zuschauer. Auch ihr habt mich angetrieben und habt gesagt, mach das. Und bei jeder Folge wart ihr voll dabei in den Kommentaren. Man hat das richtig gemerkt. Ja, ist jetzt ein bisschen schade. Auch wenn wir immer angeschrien wurden, wenn es mal ein bisschen kürzer gewesen ist. Ja, wenn wir nicht die Stunde voll gekriegt haben. Ja, das stimmt schon. Aber angeschrien ist ja was anderes. Aber nichtsdestotrotz war ein super Projekt. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es mitunter manchmal schwer war, je nachdem, welches Thema es war. Es hat aber Spaß gemacht. Aber das ist hier kein Ende oder kein Abschied. Wir verabschieden uns vom Cola-Bärchen, aber es wird dafür andere Sachen geben. Ja, auf jeden Fall. Das Gute ist, mein Fenster hat überlebt. Hätte ich nicht erwartet. Grüße gehen raus an den Fensterbauer. Ja. Er hat hier echt gute Arbeit geleistet. ja, gut. Möchtest du dich noch verabschieden von den Zuschauern für heute? Ja, danke, habe ich ja jetzt mehrmals gesagt. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Mad Love. Ja, von mir auch ein dickes Dankeschön für das heutige Video und die ganze Saga entlang. Wir hören uns im nächsten Video. Habt bis dahin eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal.